whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in der Isle of Arran Brennerei, dem heutigen Treffpunkt feiner Geister. Wir sind von Edinburgh mit dem Auto bis nach Arran-Sun gefahren. Das braucht ungefähr 1,25 Stunden. Von dort aus 1 Stunde mit dem Schiff rüber nach Broderick und schon ist man auf der Isle of Arran und dann nochmal eine kleine Stunde mit dem Auto quer durchs Gebirge und man kommt nach Lochranza zur Arran-Brennerei. Eine tolle Führung bekommt man hier und alles in dieser Brennerei ist wunderbar dicht zusammen. Der Guide Campbell Heng hat uns also wunderbar durch die Brennerei geführt und konnte alles an jeder Stelle auf jede Frage antworten. Eine Brennerei, ja, wie man sie nicht oft findet, weil alles so ja, privat, natürlich zusammengedrängt ist. Alles produziert auf einem wunderbaren Fleck. Zum Probieren bin ich auch eingeladen worden. Und zwar gibt es hier eine spezielle Flasche. Ich halte hier mal ein bisschen nach vorne in die Kamera. Und zwar ist die leider nicht erhältlich. Es ist nämlich eine Private Cask Abfüllung. Und zwar für den Guide selber. Hier unten kann man das Bild sehen. Ein Herr ungefähr meines Alters, Campbell Lang. Und die Flasche ist ein Bourbon Barrel aus dem Jahr 1998, das im Juni 2013 abgefüllt wurde. Jetzt schreiben wir Juli, also gerade mal einen Monat in der Flasche. 190 Flaschen in Fassstärke, 55,4%. Relativ dunkel geworden für einen Bourbon Barrel, aber frische Bourbon Barrels von Jim Beam, Jack Daniels und Heaven Hill konnte ich in den Lagerhäusern sehen. Ja, den kann man sehen. Beschreiben kann man diesen Single Malt als erstes als zitrusfruchtig, aromatisch voll. Ja, eigentlich der ganz, ganz typische Arran-Geschmack, so wie er durch die Bourbon Barrels ja, aufgeprägt wird und darunter natürlich der Brennerei-Charakter mit dieser Zitrusfruchtigkeit. Ja, wunderbar. Wundervoll. Oh, jetzt im Abgang relativ stark. Ich habe ihn nicht verdünnt. Ja, ich gebe es zu. 55,4% ist schon eine Menge. Und jetzt im Abgang kommt sowas ein bisschen weh. Ja, ein bisschen Süßholz, Licorice, Lakritze. Ja, wundervoll. Ich habe auch noch ein Video über die Arran-Brennerei gedreht und das blende ich Ihnen dann hier wie immer ein. Und da freue ich mich, wenn Sie hier auch wieder einschalten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.